Hi Leute, auf diesem iPhone ist iOS 6 installiert. iOS 6 ist eigentlich ganz cool, bis auf eins. Die YouTube-App fehlt. In den amerikanischen App-Stores ist dieser zwar schon verfügbar, aber bei uns noch nicht. Deswegen möchte ich heute euch eine Ersatz-App vorstellen. Diese heißt Jasmin. Im App-Store sieht diese so aus. Wenn ihr die runtergeladen habt, habt ihr diesen Button hier auf dem Homescreen. Wenn ihr drauf drückt, sieht das Ganze so aus. Der Nachteil an dieser App ist, dass sie Englisch ist, aber sie kann eigentlich das gleiche wie die App unter iOS 5 auch. Ihr könnt ganz oben suchen, auf die Home-Seite von YouTube, ihr könnt eure Playlists angucken und eure Abos. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig geholfen und bis zum nächsten Mal. Ciao.